You could be larger than life. So Leute, willkommen zu einer kurzen Review von meinem eigenen Pokémon-Spiel. Und ja, zu aller Anfang erstmal hier ein Secret, wo ich den Code auch noch verändern muss. Weil man nämlich hier sich spezielle Sachen freischalten kann im Spiel. Ja, so, erstmal hier den ersten Code. So, der erste Code, viertes Pokémon, und dann jetzt kommt der nächste Code. So, der letzte Code funktioniert noch nicht. Ich glaube, der ist auch erst in der späteren Variante verfügbar, deswegen speichern wir jetzt einmal hier. So, gucken wir mal, ob es funktioniert. Ansonsten müsste ich was ändern. Ah, hier. Ein Stein ist im Weg. Jo, kann man ihn nicht bewegen. Nicht in Ordnung. Sichern wir mal einfach hier. Nur falls es das Problem gibt, dass das Event wieder nicht funktioniert, so wie bei der vorherigen Aufnahme, die ich schon versucht habe zu machen. Okay, das ist noch was Text, was entfällt natürlich noch. Und alle wichtigen Donuts sind noch in der Videobeschreibung unten. Und ja. So, Pokémon also. Okay. Der Fehler ist immer noch da. Deswegen würde ich mal gerne wissen, was das Problem ist. Deswegen mache ich immer kurz einen Cut. Bis gleich. So, bin wieder zurück. Ich glaube, ich habe den Fehler jetzt behoben. Das müsste jetzt eigentlich funktionieren. So. So, machen wir einfach hier weiter. Vielleicht funktioniert das ja jetzt. So. Ja, das habe ich gesucht. Dann nehmen wir hier das mysteriöse Pokémon. Na, wir nehmen das Giratina. Ich habe im späteren Verlauf auch rausgekriegt, wie man das hinkriegt, dass man das Pokémon Shiny machen kann, ohne es zu fangen. Am Anfang habe ich das so als kleinen Gimmick auch noch zusätzlich gemacht. Ich hätte es auch anders machen können. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich das nicht hingekriegt, deswegen ist es am Anfang noch anders. Im späteren Verlauf kriegt man ein anderes Pokémon auch in Shiny. Geschenkt, ohne es zu fangen. Deswegen. Und die Animation von den weiblichen Charakter, die ist noch nicht verändert worden. Die ist immer noch in der alten Textur. Ich suche mal da nach einer Textur von der Wurfanimation. Und deswegen wird sie wahrscheinlich eine etwas verbuggte Variante haben von der Wurfanimation. Und ja. So, Giratina. Möchtest du Giratina einen Spitznamen geben? Nein. So, Platinum Orb bekommen. Okay, jetzt funktioniert es. War gerade eben, als ich von der Serie, die kannst du auch alle nehmen. Ja, gut. Jetzt habe ich alle, jetzt hat er alle drei Starter bekommen, die es gibt. Abgesehen von Giratina, weil Giratina ist recht overpowered, deswegen. Und alle Musik ist durch Game Freak und so weiter geschützt. Wird auch alles in den Credits gezeigt und so. Und ja, das soll jetzt nur einmal kurz am Anfang sein. Das ist auch nicht eine große Let's Play oder so, das ist nur ein kurzes Review, wie wie so das Spiel aufgebaut ist, so ein bisschen. Und wenn auch immer wieder jetzt immer
sonntags ab und zu mal, abgesehen von Let's Plays, auch mal eine Stille von dem Let's Play, ein Speedbild von der Map kommen oder ein kurze Review von einem weiteren Teil des Spiels. Ja. Und wie ihr seht, sind einige Sachen noch nicht komplett übersetzt, weil die recht schwierig sind, da die richtigen Worte auszuwechseln. Wenn ich die falschen auswechsel, dann ist da ein Problem in der Programmierung. Deswegen muss ich die dauert das ein bisschen, bis zum Beispiel das Kampfsystem komplett übersetzt ist. Es sind immer nur so einige Teile übersetzt worden von mir, weil sie recht unkompliziert sind, aber die das Kampfsystem ist recht kompliziert zu übersetzen. Energiefokus heißt es nicht, dass er überlebt. Nee, doch nicht. Okay. Super effektiv, besiegt. Ja. Das war's eigentlich. Du bist gut. Okay. So. Sichern wir mal, weil ich weiß jetzt nicht, ob es hier irgendein Problem ist oder so. In der, in dem Dings. Okay. Gehen wir hier raus. Keine Running Shoes. Na, schade. Gehen wir einfach mal jetzt hier rein. Da ist das Haus von unserem Rivalen. Ah ja, gut, ich habe keine Schuhe. Okay. Ja gut, erste Arena und so weiter, das brauche ich jetzt nicht zu zeigen. Und ich sehe, dass man nicht weiterkommt, deswegen muss ich jetzt wohl einmal zu meiner Mutter und muss hier Tränke, ja. Jetzt sind die Borders weg, okay. Ja, das war auch jetzt erstmal dieses kurze Review von der Pokémon Dragon's Fury, vom eigenen Pokémon-Spiel. Ich hoffe, wir sehen uns dann demnächst wieder. Macht's gut und ciao, ciao!